Bevor wir anfangen mit dem Ganzen, mit der Diskussion, vielleicht mal noch zwei Sätze vorab. Ich war so ein bisschen mit einer der Vordenker dieser oder eine der Initiatoren dieser Initiative. Wir hatten am Anfang so ein bisschen organisatorische Probleme gehabt. Dann ist eine Person ins Wasser gesprungen, vielleicht sogar ein bisschen geschubst worden. Und jeder der Experten, der sich hier beteiligt hat, jeder, der in den letzten Wochen irgendwie mit dem Projekt zu tun hatte, kann in etwa einschätzen, was der arme Gerald in den letzten Wochen geleistet hat. Und ich habe jetzt keine Blumen, ich habe gar nichts weiter hier. Aber Gerald, an der Stelle wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Ohne dich und Sebastian, aber vor allen Dingen du, wäre es alles nicht so gekommen, alles nicht so passiert. Und ihr habt echt eine großartige Arbeit geleistet. Und ich verspreche dir anstatt der Blumen, dass alle Experten nachher ein Exemplar für dich zu unterschreiben und dass du dann mit dem wachsenden Baby und dem Baby dieses Projektes dann immer zu Hause angucken kannst. Ja? Also an der Stelle mal vielen, vielen Dank. Wir fangen jetzt an mit der Vorstellung der Projekte und wir werden es so machen, dass wenn Sie Fragen explizit zu den Projekten haben, die Sie ja auch in den Beschreibungen sehen, die Experten nochmal ansprechen können, sich auch die Sachen in den Sachen angucken können und wir diese Situation jetzt hier nutzen wollen, um vielleicht wirklich so eine kleine Diskussion auch zu starten. Und ich würde gerne, Anke, mit dir anfangen. Du vertrittst das Projekt Politik und Verwaltung. Wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über die digitale Agenda gesprochen, die von der Bundesregierung ja im August losgetreten wurde, veröffentlicht wurde. Ist denn dieses Thema E-Government, Verwaltungsmodernisierung, was ja ein Handlungsfeld der digitalen Agenda ist, ist das im ländlichen Bereich schon angekommen? Ja, ganz klar. Es ist für mich ein bisschen überraschend. Digitale Agenda scheint in den letzten Monaten plötzlich aus dem Boden geschossen zu sein, wie ein Pilz. Das passt ja auch sehr zum Herbst. Ich habe schon ziemlich lange dieses Feld im kommunalen Bereich beobachtet und da dümpelte das immer so ein bisschen vor sich hin. Und jetzt erlebe ich eben durch diesen Auftritt und durch diese Verschlagwortung auf Bundesebene eine richtige Renaissance. Und das passt ja auch zu dem, was wir eigentlich vorhaben, dass wir sagen, wir müssen den Brückenschlag machen von der Betrachtung der Metropolen und der Smart Cities hin zum ländlichen Raum, weil auch da ist der Kulturwandel angekommen und die Bürgermeister sind da ganz zentrale Figuren, haben wir rausbekommen und auch festgestellt, die schon lange nicht mehr darüber diskutieren, ob sie jetzt sich der Digitalisierung stellen sollen, sondern die müssen jetzt diskutieren, wie sie sich dem stellen. Es geht darum, diese Ideen jetzt in die Tiefe zu bohren. Und wenn ich weiß, dass eben sehr viele Landstriche in Deutschland ländlich sind, dann ist die Herausforderung ganz groß, diese Menschen und diese Landstriche direkt mitzunehmen, weil wir gesagt haben, der Staat ist nicht zu machen ohne den ländlichen Raum. Bei euren Handlungsempfehlungen gibt es so vielleicht 2, 3 Sätze, wo du sagst, das muss man unbedingt beachten, das sind die Punkte, die vielleicht auch in den letzten Jahren falsch gemacht wurden? Falsch will ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach jedes Ding ein Ding seiner Zeit. Was heute ganz zentral ist, ist, Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern die der Haltung. Das heißt, wir müssen nicht über Technik allein reden, sondern es wird auch soziale Implikationen geben, die sich ganz besonders auch in den Verwaltungen widerspiegeln werden. Das heißt, Verwaltungen und Politik müssen sehr viel mehr Enabler werden. Also Vernetzung ermöglichen und schaffen von Infrastruktur, was Offenheit, Transparenz angeht und auch sehr viel mehr das Know-how der Menschen mitnehmen und abholen, als das bisher der Fall gewesen ist. Also dieser Punkt, den Sie vorhin hatten, wir kümmern uns, wird nicht mehr zentrales Moment der Politik und der Verwaltung sein können, sondern auch da heißt es abgeben an das System, nämlich an die Menschen. Das heißt mitnehmen, vernetzen, fragen, Communities schaffen und Netzwerke schaffen. Das wird eine große Herausforderung sein, die Politik und Verwaltung zurzeit aber nicht verkörpert. Also nicht in dem Maß, wie es notwendig wäre. Danke. Jan, du bist derjenige, der sich mit Energie und Umwelt beschäftigt hat. Das Thema Energie, ist Energiepolitik im ländlichen Bereich eigentlich schon angekommen? Ich denke insbesondere an Elektromobile, Elektroautos. Ist das da schon Thema oder ist das immer noch eine Herausforderung? Das muss man in zwei Antworten gliedern. Die Frage ist Energiepolitik.
Smart Systems im Energiebereich im ländlichen Raum angekommen? Ja, definitiv, dazu allererst, weil die Energiewende in erster Linie auf dem Land stattfindet. Da haben wir ja einen Riesenshift. Energieversorgung ist klassisch Thema der Großstädte, der Ballungsgebiete über die zentralen Großkraftwerke. Wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren erlebt, dass das Rückgrat der Energieversorgung sich immer weiter in die Fläche verlagert, weil dort nun mal die Witterungsbedingungen, geografischen Bedingungen, die Flächen sind für Windparks, für Solaranlagen, für Biogas. Das heißt, der ländliche Raum übernimmt die Verantwortung für die Energieversorgung Deutschlands und damit ist dort natürlich auch einen Kompetenzaufbau im Gange. Ich sage bewusst im Gange, weil er noch nicht überall in dem Maße erfolgt ist, weil traditionell die erneuerbaren Energien ja übers EEG gefördert wurden, sodass man sich über die präzise Steuerung, über die Vermarktung nicht primär Gedanken machen musste. Da ist ein Aufholprozess jetzt im Gange, wenn die erneuerbaren Energien immer stärker an den Markt rangeführt werden und sich dort also marktgerecht verhalten müssen, sprich dann produzieren, wenn Strom benötigt wird, dann nicht produzieren, wenn tendenziell zu viel Strom vorhanden ist oder keiner Strom braucht. Das erfordert ein Management. Die Kompetenzen sind im ländlichen Raum nur zum Teil vorhanden. Das ist eine große Herausforderung, die jetzt aufzubauen und dafür auch die intelligenten Systeme aufzubauen. Aber gerade da haben wir auch tatsächlich schon die Ansätze zu Smart Systems. Intelligente Trafos, die sich autonom und autark vor Ort selber regeln, ohne dass ein Mensch da noch dran rumschrauben muss, um schwankende Energie aus Solarzellen aufnehmen zu können. Das ist schon Realität im ländlichen Raum, aber es ist am Anfang. Elektromobilität, da würde ich sagen, es sieht genau umgekehrt aus. Das ist bisher ein Thema der Städte aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist die Förderpolitik in Deutschland so, dass sehr stark auf Leuchtturmprojekte gesetzt wird, die einen hohen Mehrwert in der Öffentlichkeitsarbeit auch bieten. Und das ist nun mal primär in den Großstädten, in denen auch viele Medien sitzen und nicht irgendwo in der Provinz, wo sich nur ein Lokaljournalist hin verirrt. Das muss man ja mit sagen, das soll ja eine Ausstrahlwirkung haben. Und da hat man genau das Thema, in München erreicht man da deutlich mehr Leute pro Quadratkilometer als irgendwo in Stotel. Schön. Und das andere Thema sind die Reichweiten. In der Stadt kann man sagen, man hat hier den Lieferdienst, der fährt pro Lieferfahrt 2 Kilometer. Auf dem Land, wenn man sagt, man hat das Anrufsammeltaxi, bei einer niedrigen Bevölkerungsdichte legt das auch mal 20, 30 Kilometer pro Fahrt zurück. Da stellt sich dann die Frage nach den Ladezeiten, nach der Ladeinfrastruktur. Insofern E-Mobility im ländlichen Raum ganz am Start, aber Riesenthema. Gerade in den touristischen Regionen, weil dort das zunehmend als einen öffentlichkeitswirksamer Faktor auch gesehen wird, beispielsweise Pedelecs, also Elektrofahrräder, Elektromotorräder anzubieten für Touristen. Aber da ist ein hoher Beratungsbedarf. Da sind eben nicht die Infrastrukturen dahinter, auch nicht die Fördermittel, die in den Großstädten dahinter sind bisher. Jetzt hat Herr Professor Legesmeier eben schon über Smart Grids gesprochen, du hast es auch angesprochen. Sie haben insbesondere die Herausforderungen dabei in Bezug auf mögliche Sicherheitslücken. Jetzt die große Herausforderung an dich. Kannst du in 2, 3 Sätzen sagen, was bei Smart Grids, was da wirklich auf uns zukommt und wo da vielleicht die Schwächen liegen? Also ein realistisches Szenario in absehbarer Zukunft, das, was aktuell im Aufbau ist im ländlichen Raum, ist eine intelligente und teilautonome Steuerung der Energieerzeugung und Verteilung. Smart, also Netze verbinden ja die Erzeuger und die Verbraucher. Die Windräder, die Windparks, bei denen sich Anlagen automatisch selber abstellen, die Biogasanlagen, die sich automatisch hoch und runter fahren und einstellen auf das Level an Strom- und Wärmeerzeugung, das gerade benötigt wird, mit Impulsen, die aus der Netzsteuerung kommen, die sagen, Mensch, wir haben hier zu viel, zu wenig Strom im Netz, stellt euch darauf ein. Das ist im Aufbau, das gibt es teilweise auch schon. Dafür gibt es auch Produkte, die in der Realität angeboten werden, dafür gibt es erste Standards. Die Netze, die sich selber regeln, wo man sagt, also das ist gerade beim Thema Netzausbau eine große Frage. Wenn man sagt, Netz ist im Grunde eine Straße, da läuft der Verkehr, der Energieverkehr. Jetzt haben wir einen unregelmäßigeren Verkehr, wir haben auch mehr Verkehr, was machen wir damit? Bauen wir neue Spuren auf die Straße, also haben wir einen maximalen Netzausbau oder bauen wir ein Verkehrsleitsystem ein, um auf der bestehenden Infrastruktur mehr Verkehrsdurchsatz zu kriegen. Das sind intelligente Netze. Die Netze werden überall da, wo Netzanbieter technisch einigermaßen vorne dran sind, auf diese intelligente Schiene gesetzt, weil das teilweise auch die einzig finanziell machbare sind. Das ist bis zu 60% günstiger als ein maximaler Netzausbau. Das heißt, wir haben Netzknotenpunkte,
die mit Mess- und Steuertechnik online-fähig ausgestattet werden. Ein Netz, das ein Selbstbild von sich kriegt, das sich selbst steuert. Da ist noch ein menschlicher Faktor drin in den Netzleitstellen, aber es wird immer autarker. Was wir bisher nicht realistisch, kurz oder meiner Meinung nach auch nicht mittelfristig haben, ist die Seite der Verbraucher. Letztendlich wäre genauso der Haushalt denkbar, bei dem die Kühltruhe sich bei einem Überangebot an günstigem Strom automatisch um 10 Grad tiefer runterkühlt, weil den toten Fischen ist es egal, ob die bei minus 10 oder minus 20 Grad gekühlt werden, damit ein Überangebot an Strom abnimmt und dann eine Zeit lang ohne Strom oder mit wenig Strom auskommt, wenn der Strom knapper und teurer ist. Das sehe ich, das ist möglich, das ist erprobt, aber ich sehe es in absehbarer Zeit nicht aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir ein Problem mit den Standards. Hersteller von weißer Ware sind traditionell jetzt nicht darauf ausgerichtet, der Energieversorgung den Ball vor die Füße zu legen. Also man muss gemeinsame Standards finden, damit die verschiedenen Protokolle miteinander kommunizieren können. Vor allem haben wir aber ein Problem von Vorbehalten und Datensicherheit. Die Leute sagen, lasst Microsoft, Google, E.ON, EWE, wen auch immer, aus meinem Haushalt raus. Ich will nicht, dass mir da jemand reinfummelt. Und das sind Vorbehalte, die muss man ernst nehmen, sowohl was Datensicherheit angeht, aber auch was das Psychologische angeht, dass Leute auch nur begrenzt willens sind, dass ihr Haus oder Maschinen in ihrem Umfeld autonome Entscheidungen treffen. Super, danke. Aline, Kai, ihr seid jetzt die Vertreter für die Wertschöpfungsarbeitsgruppe. Was sind denn eure Empfehlungen? Kannst du dein Mikro bedienen? Eure Empfehlungen für kooperative Wertschöpfungsketten? Jetzt habe ich die Frage nicht gehört. Entschuldigung. Habt ihr Empfehlungen bei der Arbeit herausgefunden für Wertschöpfungsketten, für Kooperationen vielleicht? Und ihr habt ja sogar ein Beispiel mitgebracht, glaube ich, ne? Ja, also auf jeden Fall, also ich selbst bin in zwei Projekten im ländlichen Raum gewesen, in Niedersachsen und in Brandenburg, haben wir richtig was umgesetzt und Produkte entwickelt. Märkte sind Gespräche. Also es ist wichtig, dass man auf jeden Fall zu den Menschen vor Ort ja, einen persönlichen Zugang hat, dass Verbindlichkeit da ist, dass man Visionäre trifft vor Ort, mit denen man innovative Projekte aufziehen kann, Produkte entwickeln kann. Und was ich festgestellt habe, das Internet ist gar nicht so, also es ist wirklich das Gespräch, das ist die Wertschöpfung passiert zwischen Menschen. Und ja, es muss am Ende für also die Leute wollen auch Geld verdienen, ja, die wollen... Es muss ein Ziel und es muss ein Sinn in dem Projekt liegen. Also kannst du mal dein Beispiel benennen, was ihr da macht? Wir haben also zum Beispiel jetzt in Brandenburg ist nicht so super internetaffin, aber wir haben 30 Tonnen Obst geerntet an verschiedenen Stellen, unter anderem auch an Alleen und das in einer regionalen Musterei verarbeitet und das mit 80 Menschen zusammen geerntet. Die wurden wiederum gesourced übers Internet, über Anmeldeprozeduren, wie auch diese Veranstaltung zum Beispiel. Und der Vertrieb funktioniert eigentlich, also der Vertrieb und der Markenaufbau auch übers Netz. Und aber trotzdem, die Verhandlung führt man trotzdem natürlich mit Bürgermeistern, mit der Straßenbauverwaltung, mit der Musterei, mit den Gastronomen. Also auf jeden Fall persönlicher Kontakt, Visionäre finden, ja, und die Leute auf dem Land und auch vielleicht verstehen, dass die nicht so in dieser Internetblase sitzen, sondern dass das tickt noch ein bisschen anders da auf dem Lande. Jetzt haben wir schon ganz viele Unternehmensnamen eben gehört. Jetzt könnt ihr ruhig euren Produkt oder euren Projektnamen. Achso, unsere Seite heißt Mundraub. Da geht es um Obst im öffentlichen Raum. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Und aus dieser Plattform heraus, hat eine recht große Community aufgebaut inzwischen, oder wir haben die mit den Leuten zusammen aufgebaut, entwickeln sich jetzt Dienstleistungen und Produkte, so Stück für Stück. Genau, ein bisschen Werbung darf erlaubt sein, wenn wir schon Fraunhofer gehört haben und Google etc. Ne? Aline, hast du noch irgendwie was zu ergänzen? Ja, grundsätzlich eine der wichtigsten Empfehlungen fand ich, dass man sich auch von dieser Einzelkämpfer-Mentalität löst, die es manchmal gibt. Also ich glaube, es mangelt nicht an Ideen, an guten Projektideen, aber das, was bei Mundraub auch besonders gut zu sehen war, dass halt die Vernetzung vor Ort total wichtig war. Also man kann nicht da einfach reingehen und sagen, man hat eine Idee und macht eine schöne Website und das war's dann, sondern man muss sich wirklich vernetzen, auch Stadt- und Landpartnerschaften bilden und sich mit Leuten, die dort vor Ort auf dem ländlichen Raum gut vernetzt sind, auch zusammentun. Und dazu gehört auch, dass man bestehende Strukturen nutzt, weil man da einfach eine gute Reichweite drüber ausbauen kann.
Danke. Wir haben jetzt eben schon von einem Projekt gehört. Wir haben jetzt bei den Experten auch jemand dabei, der schon ein Buch geschrieben hat, nämlich Willi Kaczorowski. Und auch hier als Experte uns zur Verfügung stand für den Bereich Pflege. Willi, was sind so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen im Pflegebereich? Du hast es ja nicht nur aus diesem kommunikativen Aspekt beobachtet, sondern in den Empfehlungen ja auch Empfehlungen herausgegeben in dem Bereich Standards und Kompetenzen, die zu erwarten oder die zu ermöglichen sind eigentlich in Zukunft. Ja, man muss sich die Dimension des Pflegebereichs mal klar machen. Wir haben zurzeit 2,4 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland und wir wissen nach dem Pflegebericht der Bundesregierung, dass diese Zahl im Jahre 2030 auf 4 Millionen ansteigen wird. Das ist eine Entwicklung, die jetzt schon absehbar ist und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, sind in Bezug auf Digitalisierung noch völlig unzulänglich. Wir haben drei zentrale Herausforderungen. Pflege ist etwas, das professionell gemacht werden muss. Und die erste Herausforderung ist, das Netzwerk der Professionellen eigentlich zu stärken, aufzubauen und zu stärken, sodass ihre Weiterbildung vernünftig funktionieren kann, sodass sie effizienter arbeiten können, wenn sie an ihre Prozesse denken, sodass sie sich untereinander austauschen können, aber auch Selbsthilfegruppen spielen hier eine entscheidende Rolle. Der zweite Bereich ist das, was die Prozesse selbst angeht. Wenn man sich so anschaut, wie die Wertschöpfungskette aussieht im Pflegebereich, dann kann man es zusammenfassen unter dem Stichwort, es ist die E-Government-freie Zone. Es ist alles papierbasiert. Es basiert alles auf diesem Ansatz, dass es eine Fachfrau oder einen Fachmann gibt und der hat einen Pflegebedürftigen vor sich, der beurteilt den, der schreibt nieder, wie denn der derzeitige Zustand aussieht. Der lässt den völlig im Unklaren darüber, wie dann die Entscheidungen demnächst aussehen werden und so weiter. Also das heißt, der ganze Bereich der Prozesse im Bereich der Pflege ist völlig unbearbeitet. Und der dritte Aspekt, das ist der Wunsch von vielen Menschen, letztlich doch dieses Prinzip ambulant vor stationär auch leben zu können. Das heißt, so lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben zu können und dennoch zu wissen, man ist in guten Händen, weil die Elektronik, weil die Informations- und Kommunikationstechnologie ihnen helfen kann, mit dem Arzt zu kommunizieren, Stichwort Telemedizin, Stichwort auch Videokonferenzen in der Telemedizin, Stichwort eigene Gesundheitszustände regelmäßig erfasst zu bekommen, die dann an ein Telemedizinzentrum übermittelt werden, sodass ich dann weiß, also mein kleiner Herzkasper ist nichts etwas, was mich wirklich beunruhigen sollte, sondern ich bin da in guten Händen. Das sind die drei Stichworte eigentlich dazu. Andere Prozesse, Netzwerk von Pflegeprofessionellen anders aufbauen und das dritte, das Stichwort über moderne Informations- und Kommunikationstechnologie die Möglichkeit zu geben, länger in der häuslichen Umgebung zu leben. Eine der wesentlichen zentralen Aufforderungen, die sich im Pflegebereich stellen. Im Gesundheitsbereich sieht es ähnlich aus, aber viel differenzierter. Da haben wir es mit Vermachtung zu tun und dergleichen mehr. Aber auch da kann man sagen, auch das Gesundheitssystem ist ein bisschen digital frei und könnte durchaus mehr Digitalisierung vertragen. Und ich hoffe, dass der Gesundheitsminister, der Neue, dieses zentrale Thema auch aufgreift. Die digitale Agenda hat es leider noch nicht sehr prominent befördert. Danke. Was ich interessant fand, war, dass ihr in diesen Handlungsempfehlungen auch in Richtung Technik, Interoperabilität und so weiter gegangen seid. Ein anderer Punkt, den ich sehr spannend fand, war so in Richtung Medienkompetenz, Technikkompetenz bei denen, die diesen Beruf dann oder die Pflege übernehmen müssen. Kannst du da vielleicht nochmal 3-4 Stichworte zu sagen? Ja, wir haben zweierlei. Das eine ist das Problem, dass diejenigen, die pflegen, in der Regel nicht digital affin sind. Aufgrund ihrer Vorbildung her, es ist ein recht schlecht bezahlter Beruf. Die Ausbildung ist darauf ausgerichtet, dass sie halt sehr therapeutisch denn letztlich ausgerichtet ist. Aber eben Medienkompetenz da keine Rolle spielt. Das muss natürlich dringend geändert werden. Und das Zweite ist, auch bei dem Pflegenden selbst, zu Pflegenden selbst, ist natürlich die digitale Medienkompetenz ausbaufähig. Ich kann das an einem Beispiel sagen. Es gibt da durchaus erfreuliche Entwicklungen. Meine Mutter ist 81, Pflegestufe 1, und die hat unlängst den Wunsch geäußert, einen Breitbandanschluss zu bekommen. Sie ist die Einzige in ihrem alten Wohnheim, die diesen Breitbandanschluss hat.
Und seit dieser Zeit kommuniziert sie sehr viel intensiver mit ihrer Umgebung, noch nicht mit ihrem Arzt, da geht sie noch hin, aber vor allen Dingen mit Kindern und Enkelkindern. Und ich kann sagen, was früher mal das sonntägliche Telefonat gewesen ist, inzwischen dreimal in der Woche FaceTime. Super, danke. Mario, Mobilität. Was kann uns im Bereich Mobilität im ländlichen Bereich erwarten? Was können wir da erwarten? Gut, Herr Liggesmeier hat schon vorhin angesprochen, das Problem Mobilität ist einfach auf dem Land, dass wir relativ große Flächen zu überbrücken haben, um Leute zu transportieren. Das heißt, wir werden jetzt weniger über Massentransportmittel wie öffentliche Verkehrsmittel agieren können, sondern der Individualverkehr wird einfach wesentlich wichtiger sein. Ich denke, die Langfristvision wird mit Sicherheit auch autonomes Fahren sein, dass man eben sagt, okay, auf der einen Seite, wenn ich jung bin, könnte ich noch selbst fahren. Heute ist einfach der Zweitwagen das typische Transportmittel auf dem Land. Wenn ich allerdings jetzt älter werde, krank bin, zum Arzt muss, irgendwie einkaufen gehen will etc., dann wird das mit Fahren relativ schlecht funktionieren. Und in der Tat ist das auch mit einer der Hauptgründe, warum viele Familien sich gegen das Land entscheiden, weil sie sagen, okay, heute kann ich noch fahren, das ist kein Problem. Wenn ich älter werde, kann ich das nicht. Und der andere Faktor ist natürlich, wenn ich pendeln muss zur Arbeit, dann kann ich über das autonome Fahren natürlich die Zeit ganz anders nutzen. Das ist natürlich dann sozusagen ein Zeitgewinn in dem Sinne, in dem ich arbeiten kann, relaxen kann, lesen kann, irgendwas anderes machen kann. Die Frage ist natürlich, die meisten Firmen haben das ab 2025 ungefähr auf der Roadmap, so die deutschen Automobilhersteller, dass so langsam das autonome Fahren kommt. Mercedes hat das schon gezeigt, vor ein paar Jahren mit der Bertha-Benz-Fahrt. Technisch geht das zum gewissen Grade. Wenn ich das wirklich zugelassen haben will, dann dauert das noch etwas länger. Aber so oder so müssen wir noch gut 20 Jahre rechnen, bis das technologisch da ist. Und bis dahin, denke ich, wird so ein bisschen der Punkt kommen, wo man sagt, ich muss Leistungen kombinieren. Das heißt, ich habe ja nicht nur bei der Mobilität das Problem, ich habe das Problem auch bei der Logistik. Wenn so ein Paket inklusive mit einem Bus, Transporter, inklusive Fahrer irgendwie für ein paar Pakete, für ein paar Kunden irgendwie 50 bis 100 Kilometer durch die Lande fahren muss, dann ist einfach der Preis pro Paket zu groß. Ja? Das heißt, der Pakettransporter fährt fast leer durch die Gegend. Gleichzeitig fährt der Linienbus fast leer durch die Gegend und die Pkw fahren aber auch nur mit einer Person fast leer durch die Gegend. Wenn man das Ganze jetzt dann kombiniert und IT sozusagen als Bindeglied benutzt und dann eben zum Beispiel im Personenverkehr Güter mit transportieren kann, wenn ich über, ähnlich wie ich das heute sozusagen im Sinne von Flink sozusagen das Trampen neu erfinde und eben Mitfahrgelegenheiten habe, kann ich vielleicht auch Pakete mitnehmen. Das heißt einfach über die Technologie, über Smartphone, Cloud, kann ich einfach diese Mittel, die heute zur Verfügung stehen, wesentlich effizienter nutzen. Das dann eben ein Transportmittel, eben nicht nur Personen, sondern eben auch Güter transportiert und dadurch wesentlich effizienter genutzt werden. So wird man schrittweise sozusagen sich dann den Weg bahnen von heute in die Zukunft. Allerdings, wie gesagt, wird eines der großen Herausforderungen dabei dann eben auch tatsächlich sein, diese Integration über die Systeme hinweg. Wir haben es vorhin schon gehört, die weißen Warenhersteller wollen sich nicht unbedingt so ohne weiteres mit den Energielieferanten zusammenfinden. Die Logistikunternehmen untereinander zusammenzukriegen, ist schon ein Problem, die jetzt noch mit Pkw zusammenzukriegen und mit dem Personenverkehr und das Ganze dann noch zu optimieren und dann insbesondere vielleicht auch die lokalen Händler wieder mitten in das Spiel reinzulassen. Das ist natürlich eine Frage, die nur dann funktioniert, wenn wir auch wirklich offene Standards definieren. Genau, das ist ja so ein bisschen auch die Handlungsempfehlung, die ihr mit eingebracht habt, diese politische oder die Forderung an die Politik, die Technologien so zu öffnen, dass man über offene Standards, über Interoperabilität reden kann. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, was das bedeutet? Weil wenn man sich diesen Kombibus, den du eben so ein bisschen erklärt hast, dann ist es schwierig, als Außenstehender zu verstehen, warum plötzlich Standards da eine Rolle spielen sollen. Ich denke, Standards kommen hier an verschiedenen Stellen zusammen. Man sieht das, der Kollege, auch der Andreas aus der Arbeitsgruppe, erklärt das immer schön am ERN-Code, der sozusagen über alle Firmen und Produkte hinweg standardisiert. Das heißt, da kann. Was ist ein ERN-Code? Das ist der typische Produktcode, den man auch auf dem Barcode findet. Das heißt, ich kann ja auch schön mit dem Smartphone scannen und egal wo ich bin, werde ich bei Amazon trotzdem sozusagen den günstigsten Preis oder den aktuellen Preis dafür finden. Und das ist einfach standardisiert. Das heißt, wenn man diesen ERN-Code hat, dann ist das über alle Produkten und Firmen eben dieser eine standardisierte Code. Und das funktioniert eben dadurch, dass, wenn es standardisiert ist, kann ich dann auf einmal übergreifend agieren. Und das Gleiche ist jetzt für die Logistik. Die Problematik, wenn ich jetzt sage, Amazon fängt an oder Zalando oder wie auch immer, ich habe mein eigenes Auslieferungssystem, dann werden aber nur die letzten Endes darauf zugreifen können und die kompletten Daten ist zum Beispiel für lokale Logistikunternehmen nicht mehr verfügbar. Oder wenn ich mir vor Augen halte, dass
Aus Unternehmenssicht muss ich sagen, wenn ich ungefähr 25% der Fläche adressiere in Deutschland, habe ich fast 75% der Bevölkerung erreicht. Rein wirtschaftlich will ich das andere Viertel vielleicht gar nicht erreichen. Aber das ist eine Marge, die vielleicht gerade für lokale Unternehmen und Händler sehr interessant ist, sozusagen da eben ihr Geschäft mitzumachen. Aber wenn die zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, was viele sagen, die letzte Meile in der Logistik, das heißt, ich liefere in so eine automatisierte Logistikzelle und ab da muss ich irgendwie über andere Wege bis an die Haustür kommen. Wenn jetzt sozusagen Amazon sein eigenes Ding hat, DHL hat das eigene und DPD hat nochmal was anderes und der lokale Händler hat überhaupt keine Chance, da reinzukommen, dann machen wir da sozusagen Türen zu, die uns eigentlich die Chance nehmen, den Markt zu öffnen, für die es vielleicht auch tatsächlich interessant ist, den ländlichen Raum mit beliefern zu wollen. Danke. Michael, Bildung. Welche Rolle kann Bildung im ländlichen Raum spielen, um die Situation vielleicht zu verbessern? Naja, ich meine, erstmal kann Bildung natürlich die gleiche Rolle im ländlichen wie im städtischen Raum spielen. Wir haben sozusagen im Wesentlichen gedacht, dass die Schwierigkeit im ländlichen Raum ja oft genau, also die schon geschilderte, jetzt schon dünne Bevölkerung ist. Aber der ländliche Raum leidet ja noch darunter, dass sozusagen immer mehr Leute da wegziehen. Also es gibt keinen Trend hin zum Land, also auch außer in den Zeitschriften, aber noch nicht bei der Bevölkerung sozusagen. Und wenn wir schaffen würden, Bildung sozusagen als eine Ressource auch für Wertschöpfung wieder stärker da zu verankern, also dass die nicht irgendwo hingehen müssen, um sich bilden zu lassen, sondern sozusagen viel vor Ort passieren kann, durch vernetzte Systeme, dann glaube ich, könnten wir da einen guten Schritt vorankommen, die ländlichen Regionen dadurch attraktiver zu machen. Hast du vielleicht irgendwie Beispiele, was es für Systeme schon gibt, die da eine Rolle spielen können? Also wir haben uns ganz verschiedene Sachen angeguckt, die es gibt, sowohl in formalen Institutionen wie Schule oder Hochschule, aber insbesondere auch im informellen Bereich viele Dinge, wo Leute einfach Sachen auf die Beine stellen, über Crowdlearning viel passiert und sind eigentlich zum Schluss gekommen, der Kern der Sache ist, dass man diese einzelnen Dinge miteinander vernünftig vernetzt. Also das heißt jetzt nicht zu sagen, ob wir, also vielleicht braucht man irgendwann keine Schule mehr, das lassen wir dahingestellt, aber jetzt nicht zu sagen, wir sind jetzt gegen die Schulbildung oder gegen die Hochschulbildung oder wir machen alles nur noch online, sondern der Kern ist eigentlich zu sagen, dass jeder, und da fand ich sehr spannend sozusagen den Vortrag, weil eigentlich kommt man ein bisschen von Schule 3.0 auf 4.0, ja, also auf die autonomen Systeme, also ein bisschen ist das in der Pädagogik ja durchaus schon länger diskutiert, aber dass natürlich das Lernsubjekt entscheidet, was, wann, welchen Lerninhalt und welche Lernumgebung es braucht. Und wenn wir schaffen, sozusagen ein Angebot hinzubekommen, das vernetzt ist, wo ein Schüler oder ein Hausmann oder eine Mutter oder wie auch immer in dem Moment entscheiden kann, jetzt will ich das haben und ich kriege es entweder übers Netz oder auch an durchaus physischen Orten, die dann auf dem Land eingerichtet werden, die vielleicht auch Hubs darstellen können, wo man Unterstützung bekommt, entweder durch Gleichgesinnte oder durchaus auch Profis, dann könnten wir uns vorstellen, könnte das einen Schub geben sozusagen. Nicht nur, dass man dann einfach zu Hause sitzt und mal ein bisschen klickt und jetzt hat man irgendwie einen Vortrag, den man hören kann, sondern gerade auch, da bin ich sozusagen bei der Wertschöpfungsgruppe, durch Kollaboration mit anderen. Also zwischen Profis und Ehrenamtlern und der ganz großen Crowd, die jetzt schon ganz wahnsinnig viel produziert. Also ich bin leidgeplagter Vater von pubertierenden Zwillingen, die hier in Berlin in der Schule sind. Schule 2, 3, 4.0 ist ganz, ganz weit weg meines Erachtens nach. Was sind denn so die wesentlichen Möglichkeiten, die wesentlichen Angriffspunkte, um so ein Bildungssystem stärker voranzubringen? Also was ich wahnsinnig spannend finde, ist dieses Thema, was gerade diskutiert wird, freiwilliges Jahr digital. Wisst ihr darüber was? Ich meine, das wäre natürlich ein wahnsinniger Schub. Vielleicht kannst du nochmal in 2, 3 Sätzen erklären. Aber ich glaube, das wäre ein wahnsinniger Schub, um dieses Bildungsthema auch im ländlichen Bereich voranzubekommen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, da ist sich vermutlich die Arbeitsgruppe nicht ganz einig. Da sitzt du ja alleine erstmal hier. ich glaube, dass dieses freiwillige digitale Jahr sozusagen kann was dazu beitragen, vor allen Dingen, weil ein Großteil von Kompetenz bei denjenigen sozusagen, zumindest in der jüngeren Generation, ja vorhanden ist. Also es ist ja nicht die Frage sozusagen, da geht es schon noch darum, auch verschiedene Medienkompetenzen zu lernen und so weiter, aber ganz viel passiert da ja in Anführungsstrichen scheinbar von alleine, also selbst organisiert. Und ich glaube, dass sozusagen so ein Punkt, wie das digitale Jahr jetzt dazu führen kann, dass sich das verteilt. Also dass es ein institutioneller Anker ist, sozusagen zu sagen, die Kompetenz, die da ist, die bringen wir irgendwo ein und verteilen die. Und dadurch wird sie nicht weniger, sondern wie immer beim Verteilen von Wissen wird sie dadurch mehr. Und das ist halt auch unsere Hauptidee zu sagen, wir brauchen institutionelle,
Regelungen, die irgendwie dazu führen, Hubs zu schaffen, an denen diese Vernetzung passiert. Also uns sind als eine Möglichkeit zum Beispiel Bibliotheken im öffentlichen Raum, weil die Infrastruktur ist erstmal da. Und wenn man es schaffen könnte, die sozusagen so auszurüsten, dass sie eine solche Vermittler-Verteiler-Unterstützungsfunktion schaffen können, dann glauben wir, ist einfach diese Attraktivitätssteigerung direkt da. Und das lässt sich ja mit solchen Initiativen auch wunderbar kombinieren. Danke. Was ich interessant fand beim Lesen der Handlungsempfehlung war, wie oft Technologie, Technik, Standards, Interoperabilität eigentlich eine Rolle spielt. Bei Anke, bei dir, Verbindung, Fachverfahren und große Systeme, Patientenakte, Pflegeakte bei Willi, bei den Umweltthemen, bei Energie. Überall spielt dieses Thema Technologie, Vernetzung, insbesondere aber auch Aufarbeitung von Standards. Jetzt habe ich mich in den vergangenen Jahren sehr viel mit Standards beschäftigt und weiß auch, wie viele Probleme, also gerade in der jetzt sehr schnell fortschreitenden Zeit, wie lange Standards eigentlich brauchen, um überhaupt aufgebaut, entwickelt zu werden. Ist das ein Punkt, vielleicht Willi, du bei der Pflegeakte, wo du sagst, wir müssen uns in ganz, ganz anderer Weise diesem Thema Standardisierung nähern, als wir es bisher gemacht haben. Also wie gesagt, Standards gehen ja meistens durch internationale Gremien. Was kann man da vielleicht anders machen? Schneller arbeiten. Ganz simpel. Zunächst mal schneller arbeiten. Die Art und Weise, wie in Deutschland Standards erarbeitet werden, in den DIN-Gremien etc., ist wirklich dem 20. Jahrhundert würdig. Im 21. Jahrhundert mit seiner Erfordernis der Agilität und der Schnelligkeit absolut nicht mehr. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss auch mal darüber nachdenken, inwieweit dieses Not-Invented-Here-Syndrom aufgehoben wird. Weil jeder ist ja der Meinung, dass man Standards braucht. Aber jeder ist auch der Meinung, dass man damit seinen eigenen Standard meint, den man dann zur Industrienorm erklären kann, aus Sicht von Unternehmen. Natürlich eine hervorragende Angelegenheit. Ich glaube, der wesentliche Standard für das gesamte Digitalisierungsthema ist schlicht IP. Das Internetprotokoll, das heißt also die Möglichkeit, dass ich wirklich überall digitale Infrastrukturen habe, superschnelles Breitband habe, das ist für mich die allerwesentlichste Voraussetzung dafür, dass wir diese Diskussion überhaupt aufnehmen können, wenn es ansonsten eine Spezialistendiskussion bleibt. Ich habe große Schwierigkeiten mit dem VDE-Ansatz, dem Normierungsansatz für Smart Cities. Die haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 20 Arbeitsgruppen gebildet. Und versuchen natürlich in dem jeweiligen Handlungsfeld zu analysieren, wie sind dort die Standards zu erreichen, welche brauche ich. Und dann kommen sie dahin, dass es Schnittstellen gibt, natürlich zwischen den einzelnen Handlungsfeldern, und diskutieren dann darüber, welche Standards diese Schnittstellen wiederum haben müssen. Also wir können davon ausgehen, das wird ein längerer Prozess werden. Und in dieser Zwischenzeit, wo wir in Deutschland über die Standards diskutieren, haben andere, nämlich Unternehmen in Amerika, meistens sie gesetzt. Vor allem kann man in der Zwischenzeit auch nicht sinnvoll investieren, weil man nicht weiß, auf welche Schnittstelle. Wenn man jetzt zum Beispiel im Smart Grid-Bereich oder Machine-to-Machine-Kommunikation investiert, bringt ein Produkt auf den Markt, während eine Standardsetzung noch läuft. Der Standard wird anders gesetzt als in der Tendenz, die man damals ablesen konnte oder ablesen können meinte. Ist plötzlich das Produkt entwertet, da kann man es im Grunde wieder einstampfen und die Investitionskosten wegwerfen. Das führt auch dazu, dass seitens der Industrie in manchen Bereichen da eine Zurückhaltung herrscht, wo vor 10 Jahren erstmal noch eine Aufbruchsstimmung war. Das ist ja auch an vielen Stellen schon passiert, gibt es genug Beispiele dafür. Vielleicht, die Zeit ist schon sehr schnell vorangeschritten, vielleicht so als Abschlussfrage und vielleicht kurz antworten. Die digitale Agenda ist jetzt Mitte August veröffentlicht worden. Sie wird aber fortgeschritten. Das ist erstmal nur ein erster Aufruf. Sie wird im Rahmen des Prozesses weiter diskutiert. Es werden viele, viele Akteure mitdiskutieren dürfen. Jetzt ist die Frage von mir an euch, an jede einzelne Arbeitsgruppe, Expertengruppe. Was sind eure Forderungen, eure Wünsche an so eine Weiterentwicklung der digitalen Agenda in Bezug auf eure Arbeitsgruppe? Mario, wenn du vielleicht anfangen könntest. Nimm das. Gut, ich denke, das Wichtige ist natürlich,
dass wir überhaupt sowas haben wie eine digitale Agenda, ist zunächst mal positiv zu sehen. Wenn man sich allerdings das anschaut, dann findet man auf der einen Seite zwar durchaus ein gewisses Bewusstsein, dass Leben auf Land und in der Stadt gleichberechtigt sein sollte, aber vieles, was man findet, von Förderprogrammen bis irgendwohin, um wirklich Investitionen Investitionen tätigen zu können, bis hin zu Fördermitteln, bezieht sich auf Städte, Großstädte, Smart City etc. Das heißt, wenn man wirklich dann eben schaut, Deutschland wird nur auch dann wirklich zukunftsfähig sein, wenn das Land auch mit gefördert wird und digital wird, dann eben auch explizit in diesen Richtungen eben zu schauen, auch das Land mitzunehmen und da vielleicht fast sogar den größeren Hebel zu haben als in den Städten, weil digital, sage ich mal, in der Stadt kann ich vielleicht Convenience haben, wie mal eine schöne Park-App, um mal einen Parkplatz zu finden. Auf dem Land geht es um gesellschaftliche Probleme, wo tatsächlich dann die digitale Welt tatsächlich sozusagen ein massives Problem lösen kann. Also ich schließe mich in einem Aspekt völlig an, was das Thema Förderfokus auf dem Land ist. Bei Energie kann man das nicht genug betonen, weil da nun mal die Herausforderungen sitzen. Dezentrale, fluktuierende, wetterabhängige Energien. Das heißt, das ganze Thema Smart Grid, Smart City muss als Smart Country oder Smart Rural Area gedacht werden und dementsprechend auch eine Förderpolitik weg von Leuchtturmprojekten in Städten, viel stärker hin raus in die Fläche, wo man wirklich unter Feldbedingungen testen kann. Und auf der anderen Seite würde ich mir sehr wünschen, dass man das Thema deutlich stärker als ein Menschenthema sieht und nicht nur als ein Technikthema. Wir haben die Standardproblematik, wir haben Forschungsbedarf, das ist ganz klar, aber wir haben auch ein Qualifikationsproblem auf dem Land, gerade auch bei den Menschen, die mit so einer Technik umgehen müssen, im Handwerk zum Beispiel, die sagen, wie sollen wir überhaupt unsere Leute fortbilden, wenn die nächste Einrichtung dafür viel zu weit weg ist für uns. Und wir haben Vorbehalte, dass die Leute sagen, ich will keine autonomen Maschinen, Internet eh alles Mist, die Leute saugen meine Daten ab, der NSA liest mit, das muss man ernst nehmen, sonst wird das ein echter Hemmschuh, dann hat man die technischen Lösungen, aber keiner nutzt sie. Zwei Bemerkungen. Die eine ist, der ländliche Raum braucht eigentlich bessere, superschnelle Breitbandverbindungen als die Stadt. Weil dort kann ich dann Kompensation natürlich leisten dafür, dass ich Standortnachteile habe im Bereich der Bildung, im Bereich der Wertschöpfung, bei Politik und Verwaltung vielleicht ein bisschen eingeschränkt, im Bereich der Gesundheit. Also das ist das eine. Das wäre eine klare Forderung. Und das, was halt steht, ist, dass man 50 Megabit pro Sekunde bis zum Jahre 2018 erreichen will. Das stand bereits in der letzten, von der letzten Regierung verabschiedet als Programm. Da ist der Fortschritt eine Schnecke, muss man sagen. Und der zweite Gesichtspunkt in dem Zusammenhang ist, der Prozess muss wesentlich offener sein. Die digitale Agenda ist keine politische Elitendiskussion. Ist nichts, was ich im kooperatistischen Staat verhandle zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Politik und der Zivilgesellschaft. Andere Länder machen das anders. Die fragen vorher die Bevölkerung, was sollte denn eigentlich drinstehen, was sind die wesentlichen Schwerpunkte. Bei uns fragen wir die Ministerialbürokratie und die kommt dann zu dem Ergebnis, dass sie ein Papier zimmert, was die Bundesregierung verabschiedet. Das Ergebnis ist, ja, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Aber ob diese Maus sich wirklich behaupten kann im internationalen Wettbewerb, oder dass es nicht eine MeToo-Strategie ist, die Bundesregierung da verabschiedet, da habe ich Zweifel. Ein schönes Beispiel dafür, was du eben gesagt hast, ist die Stadt Wien gerade, die genau so eine digitale Agenda gerade öffentlich mit ihren Bewohnern, mit den Menschen, die sich dafür interessieren, diskutieren. Wenn man jetzt an den Bereich Telearbeit denkt, fiel mir so ein, dass man eigentlich auf jeden Fall einen Kulturwandel in Unternehmen braucht. Also weil, wenn man möchte, dass die Leute nicht vom Land flüchten, sondern meinen, dass sie dort genauso gut arbeiten können oder auf jeden Fall es kein Grund sein kann, dafür in die Stadt zu gehen. Also wenn man also will, dass die Leute auf dem Land arbeiten, muss man Telearbeit ermöglichen. Und das muss für jedes Unternehmen auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass man das akzeptiert. Man kann ja nicht erwarten, dass die Leute hier in der Stadt immer erreichbar sind und flexibel und wie man das ja jetzt auch diskutiert, sondern das Vertrauen in die Mitarbeiter muss eben auch im ländlichen Raum bestehen. Das nur weil die Präsenzpflicht im Büro nicht nachgekommen wird, sondern die Person in ihrem Wohnsitz auf dem Land bleibt und trotzdem ihre Arbeit macht. Da sehe ich noch viel Nachholbedarf bei diesem Kulturwandel. Ja, also für mich sind eigentlich die beiden wesentlichen Punkte auf der einen Seite Experimente
einerseits zu fördern, also im Bildungsbereich, und auch Experimente zuzulassen. Also genau an diesen Sektorgrenzen, ja, an der formalen und informellen Bildung und stärker darauf zu vertrauen, dass sozusagen die Bildungssubjekte, sowohl die Lehrenden wie die Lernenden, einfach autonome Entscheidungen treffen und ihnen sozusagen der Rahmen hergestellt wird dafür. Und dafür brauchen wir Experimente, weil es gibt ganz viele in diesem Land, die da gerne was tun würden und die anfangen würden und so weiter, aber in ganz vielen Regeln stecken, zumindest in den formalen Bildungsinstitutionen, wo sie das nicht können. Also das eine ist sozusagen, diese Experimente zu locken, zu fördern und eben auch über eine sanfte Öffnung gewisser Regularien einfach zuzulassen. Und das zweite ist, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Sozialwissenschaftler bin, dieses ganze Zeugs auf all diesen Ebenen auch vernünftig zu begleiten, also zu evaluieren, immer wieder neu zu gucken. Jetzt nicht in die Falle zu geraten, dass wir jetzt die Industrie 4.0 einmal aufbauen, auf die Schiene setzen und in 20 Jahren uns wieder angucken, sondern einen laufenden Prozess machen, zu gucken, okay, wir machen was, wir machen Experimente, wir schauen uns das an und gucken, war der Schritt richtig oder müssen wir den sozusagen ein bisschen nachsteuern? Und dafür muss man sich das angucken. Und vielleicht müssen sich nicht immer die Leute jetzt angucken, die es selbst machen, weil die kommen in der Regel zu anderen Ergebnissen, als wenn das andere Leute angucken. Also das wären sozusagen die beiden Punkte, Experimente fördern, zulassen und auch unterstützen, das Ganze zu evaluieren und wieder zurückzuspiegeln, einfach als Selbsterkenntnis, dass die Systeme wissen, wo sie stehen. Vielleicht, danke. Vielleicht als Ergänzung zu diesem Thema Experimentieren. Es gibt in Deutschland seit mehreren Jahren mittlerweile diesen adchat.de, so ein Twitter-Chat, wo wirklich die Leute sich austauschen, die an Lehre, an Bildung interessiert sind. Viele Lehrer, die versuchen, mobiles Lernen mit einzubeziehen. Der findet, glaube ich, immer Dienstag statt. Einfach mal den Hashtag adchat.de eingeben und findet nächste Woche zufällig auch in Berlin statt. Und dann Linden bei Microsoft, wo sich die Leute einfach dann auch weiter vernetzen, diese Ideen, diese Experimente austauschen. Anke, deine Forderung an die digitale Agenda, an die Fortsetzung der digitalen Agenda. Ja, ich kann nicht ganz viel Neues dazu beitragen, weil ich natürlich alle Punkte bisher unterstreichen möchte. Aber wenn ich überlege, die digitale Agenda ist ein Produkt einer großen Koalition. Da gehe ich da mal von aus, dass das im weitesten Sinne umfassend auch repräsentativ sein sollte für das, was die Politiker dann wieder zurückstrahlen ins Land. Da kann man eigentlich die digitale Agenda nur als eine Art politische API, also eine politische Schnittstelle zurück in die Gesamtgesellschaft verstehen. Und ich unterstreiche den Aspekt, dass das eine Einladung sein muss zu einem offenen, nachhaltigen und langen Diskurs, wie wir, das heißt, es ist eine Öffnung eines Prozesses, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und an der Stelle kann ich eben auch nur die Politik aufrufen, das zu leben und zu praktizieren, was das beinhaltet, nämlich neue Informations- und Kommunikationstechnologie so zu nutzen, dass Politik und Verwaltung, also als unsere Arbeitsgruppe, Zielgruppe, deutlich responsiver wird und deutlich ihre Aufgabe auch der Kommunikation wahrnimmt. Und dazu sind natürlich die neuen Medien ganz hervorragend geeignet. Danke. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, dass die digitale Agenda jetzt vom Bund kommt. Der Bund ja eigentlich für die Kommunen nicht ganz, für den ländlichen Bereich nicht ganz zuständig ist. Egal. Ich darf mich ganz herzlich bei euch als Repräsentanten der Arbeitsgruppen, bei allen anderen Mitstreiter, bei allen Experten wirklich ganz, ganz herzlich für die tolle Arbeit in den letzten Wochen und Monaten bedanken. Ich darf mich fürs Zuhören bedanken und darf jetzt einladen, bei fast einer Punktlandung auf einen Kaffee. Fragen würde ich sagen, verschieben. Wollen wir zulassen? Einen neuen Block. Okay, dann jetzt Kaffee. Vielen Dank.